So, hallo, wir sind bei der letzten Stage von Mega Man 3. Was heißt letzte Stage? Wahrscheinlich nicht. Wahrscheinlich kommt noch der ganze Wily-Dreck und so weiter. Aber wir sind bei der letzten Dark Stage. Die Gemini Man Stage oder Gemini Man. Ich habe keine Ahnung, wie man ihn ausspricht. Es ist mir auch egal. Ich will sie nur hinter mir haben, weil ich weiß, dass sie nicht schön wird. Oh mein Gott. Ja, ja, na, das geht ja noch. Och, krieg direkt ein Leben. Das ist aber nett. Das würde ich am liebsten safe. Ach so. Ich hatte eh nur noch eins. Weil ich mal wieder mich nicht umgebracht habe, nachdem ich ein Level geschafft habe. Sehr gut. Und deswegen die Leben aus dem letzten Leben. Level? Ah, ich sollte nicht so kurz nochmal aufstehen, aufnehmen. Da rede ich einen totalen Stuss. Ja. Was wollte ich sagen? Was wollte ich sagen? Das habe ich gerade habe ich irgendwie... Ach, ist ja auch egal. So, komm, wir bringen das jetzt einfach mal hinter uns, dass wir das weg haben. In dieser Stage müsste Bubble Man und Quick Man als Mittelbosse gehen... Mittelbosse als Mittel- und Endboss kommen. Das sind nämlich die einzigen, die aus Mega Man 2 noch über sind. Ja. Mit welcher Waffe, die man die dann jeweils macht? Keine Ahnung. Werden wir rausfinden? Bubble Man könnte ich mir mit Needle Man so von der Theorie her gut vorstellen, aber... ist das jetzt... Naja, ich probiere es einfach, ja. Im Original musste man da ja auch runterfallen. Gut, das passt schon. Haha, lass mich in Ruhe. Will ich das da oben haben? Wahrscheinlich schon nicht. Ist ja immerhin die Chance, dass da Energie drin ist. Und dann möchte ich das schon ganz gerne haben. Ja. Vielen Dank dafür. Sehr nett. Geh weg. Nein, nein, nein. Tschüss. Ach. Da wollen wir wieder den hier machen. Oh yeah. Dum-di-dum. Uah! Gott, geht weg. Geht. Nein, 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 nein. Aber mit diesen Dingern hier könnte ich recht flott mehr Energie zusammensammeln, oder? Hm, das sieht doch ganz gut aus. So. Na komm. Ah! Dass diese Dinger neu spawnen, ist natürlich nicht so lustig. Oh, hier kommen Stacheln hier unten. Da will ich gar nicht durchrutschen. Na. Viel lieber. Nein, nein! Ich würde viel lieber hier unten durchrutschen. Und ich kriege ein bisschen Energie mehr. Ein bisschen. Oh Gott, ich rede ein Zeug zusammen. Es ist nicht zu fassen. So. Wunderbar. Der Hoffnung, dass hier was Brauchbares drin ist. Naja, falls wir dich nochmal brauchen, Waschchat, lade ich dich zur Sicherheit gleich mal wieder auf. Ich hätte echt so einen großen... Ey, das gibt's doch nicht. Keinen großen Energieknubbel. Ich meine, wir wissen ja, wie die Mitte von so einer Stage aussieht. Die kommt nicht einfach mal so, nein. Da kommen böse Mittelbosse direkt. Und wenn man den nicht schafft, kann man direkt wieder von vorne anfangen. Also sollte ich da auch mit voller Energie reingehen. Und ich weiß nicht, wann der kommt. Und am Ende bin ich in einem Raum nämlich drin, wo ich nicht mehr zurück kann und dann kommt direkt der Boss. Und dann habe ich nichts. Na, und dann ist doof. Noch kommen genug so Dinger. Knubbelviecher. Kriege ich das? Wow, scheiße. So habe ich mir das nicht vorgestellt. Oh, das gefällt mir schon besser. Oh, komm, du auch. Hier sind so viele und die geben alle nichts. Was ist das?
Oh, du bist nett und du auch. Oh, und da kommen wieder diese blöden Teile da. Oh, oh, ganz viel Energie, ganz viel Energie, ganz viel Energie. Sehr schön. Nein. Ach, ich bin so doof. Das ist nicht so... Ja. Das meinte ich. Dann kommt in einem... Ja, super. Ich freue mich zwar überleben, aber... Jetzt gerade bringen sie mir leider herzlich wenig. Gib mir Energie, hier kommt der Mittelboss. Mein Gott. Das schaffe ich doch nicht mit nicht voller Energie. Kriege ich euch da oben so weg? So? Ja, und so. Was ist denn hier los? Und so. Na gut, wir haben ja genug Leben. Gucken wir halt. Die hat uns bisher noch nie was gebracht. Die hatten wir schon. Ich nehme jetzt mal die Needles. Wobei, die wollte ich bei Bubble... Achso, es könnte ja Bubbleman sein. Das ist nicht Bubbleman. Wer ist das? Quickman? Nein, wer ist das? Hatten wir Quickman schon? Hä? Wir hatten Quick... Das ist jedenfalls die Waffe gegen ihn. Das gefällt mir doch sehr gut. Wunderbar. Die Needles, mit denen lag ich richtig. Wir hatten Quickman schon? Dann war das jetzt Flashman. Ich habe ein Gedächtnis wie ein Sieb. Aber wirklich. Gut, und mit 5 Leben kommen wir da recht gut entlang. Hier ist allerdings auch nicht so eine Sache. Wenn wir gar keinen Wasch mehr haben, kommen wir hier nicht mehr hoch. Ich meine, es wird jetzt kaum der Fall sein, dass wir gar keinen Wasch mehr haben. Irgendwas wird schon immer übrig bleiben. Yeah. Hier brauchen wir unseren Waschmarine auf einmal wieder. Aber wenn der weg ist, dann ist was los. Dann hätten wir noch den Rush-Chat im Notfall. Aber ich will mich jetzt hier erstmal auf den Waschmarine wieder verlassen. So. Ja, ja, geht nur weg. Hops, die Hops. So, und hopp. Nein, 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 nein. Nicht treffen lassen, nicht treffen lassen. Okay, perfekt. Dann wechseln wir mal auf die Waffe zurück. Ja. So, und jetzt seid ihr mir hilflos ausgeliefert. Muhaha. Ihr kleinen Mistviecher. So. Wunderbar. Ich würde ganz gerne mich mit Energie aufladen. Gut, das... Nein, 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 nein. Gut, ich glaube, hier farmen wir ganz kurz ein bisschen. Das geht recht schnell. Ja, wunderbar. Und die kommen auch wieder, ohne dass ich hier... Ja, perfekt. Gut. Das reicht. Hoffe ich doch mal. Ach, die kommen davon selbst raus. Okay. Ja, komm nur her. Das ist doch mal ganz nett hier. Da ist noch nichts Schlimmes bei. Jetzt sind es aber ganz schön viele, mein lieber Scholli. Und wir holen uns noch ein bisschen Energie. Und es geht so munter weiter, wie bisher. 2 Stück gibt's, okay. Da muss ich nur aufpassen, dass ich mich von denen nicht nach unten fallen schmeißen lasse. Ups. Ja, das ist jetzt egal. So. Und da ist der Boss. Wunderbar. Wunderbar, das kann jetzt nur noch Bubbleman sein. Oder liege ich da auch wieder falsch? Hatten wir Bubbleman schon? Hatten wir nicht. Und bei Bubble würden die Sparks am meisten Sinn machen. Bin ich jetzt gespannt, ob die funktionieren. Es ist natürlich Bubbleman. Mit den obligatorischen Stacheln in der Decke. Na komm, bei dir machen Sparks Sinn, oder? Jawoll. Wunderbar. Dann ist das wohl die schnellste Stage. Und wir müssen diesmal nicht vorspulen. Das freut mich unheimlich. Sehr schön.
Fantastico. Das ist jetzt auch sehr gut, weil ich eh gleich in die Uni fahren muss. Das war jetzt ein bisschen risikohaft, noch was aufzunehmen, aber ich mag ja Risiken. Und ja, Breakman, du heißt doch eigentlich Protoman, oder? Aber gut, dann bist du eben Breakman. Den machen wir beim nächsten Mal. Ich freue mich drauf. Mal gucken. Wenn er sich genauso doof anstellt wie in den anderen Malen, wo wir ihn getroffen haben, dann bin ich glücklich. Ich bedanke mich fürs Zuschauen und sage Tschüss.